Allgemeine Geschäftsbedingungen oder kurz AGB sind in der Vertragsrechtspraxis sehr wichtig. Das erstaunt wenig, sind doch AGB aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Fast sicher sind auch Sie schon viele Male auf AGB gestoßen, vielleicht sogar heute. Wahrscheinlich nehmen Sie sie aber nicht immer bewusst zur Kenntnis. Wenn Sie beispielsweise ein Bankkonto eröffnen, eine Versicherung oder ein Natel-Abo abschließen, ein Fahrzeug mieten etc., werden Ihnen neben einem Vertragsdokument oft allgemeine Geschäftsbedingungen ausgehändigt oder zugeschickt. Diese befinden sich oft auf einem separaten Blatt Papier oder sind auf der Rückseite des Vertragsdokuments abgedruckt. Es sind diese kleingedruckten, dicht gedrängten Klauseln. Noch fast häufiger treffen wir AGB online an. Wenn Sie beispielsweise ein Zugticket über die App des Transportunternehmens kaufen, Kleider oder sonstige Gegenstände online kaufen und liefern lassen, auf einer Food-Delivery-Seite Essen bestellen, bei einem Streaming-Dienst ein TV-Abo lösen, Songs oder eine App herunterladen, ein Hotelzimmer buchen und so weiter, werden Sie jeweils gebeten, den allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Online müssen wir dann jeweils durch Anklicken Ihr Einverständnis erklären. Oft machen wir das ganz schnell und ärgern uns noch, weil es im ersten Bestellvorgang vergessen und dann alles nochmal eingeben müssen. AGB sind also laienhaft gesprochen diese bisweilen etwas ärgerlichen, kleingedruckten Klauseln, die man oft gar nicht wirklich zur Kenntnis nimmt. Was aber sind AGB eigentlich nun genau? Wie definieren wir AGB juristisch? Gelten die einfach so? Irgendwie sehen sie ja ein bisschen aus wie Gesetzesnormen und wenn man sie liest, klingen sie auch ein bisschen so. Der Anschein trügt aber. AGB sind nämlich keine Gesetzesnormen. Juristisch definierten wir AGB vielmehr als von einer Partei vorformulierte, nicht im Einzelnen ausgehandelte Vertragsbestimmungen. Das ist die wichtigste Erkenntnis im Zusammenhang mit AGB. AGB sind keine vom Staat erlassenen Gesetzesnormen, sondern Vertragsbestimmungen. Sie definieren also den Inhalt eines Vertrages. Das heißt, es geht hier um eine Frage des Privatrechts. Das heißt, dem Verhältnis zwischen Bürgerin und Bürgerin. Ein Vertrag kommt durch Konsens, das heißt durch gegenseitige, übereinstimmende Willenserklärung, zustande. Zwei Parteien einigen sich, sich gegenseitig zu etwas zu verpflichten, respektive zu berechtigen. Zum Beispiel verpflichtet sich ein Käufer, den Kaufpreis zu bezahlen, und die Verkäuferin verpflichtet sich im Gegenzug, das Eigentum an der Kaufsache zu übertragen. Auch die Anwendbarkeit von AGB und deren Inhalt basieren auf einer gegenseitigen, übereinstimmenden Willenserklärung von zwei Personen. Was aber unterscheidet AGB von normalen vertraglichen Vereinbarungen? In einem normalen Vertrag werden die genauen Bedingungen und der Vertragsinhalt zwischen den Parteien ausgehandelt und wenn der Vertrag schriftlich verfasst wird, was übrigens nicht unbedingt sein muss, von beiden Parteien gemeinsam abgefasst oder von einer Partei abgefasst und von der anderen gegengelesen. Im Gegensatz dazu sind AGB von einer Partei bereits fixfertig vorbereitet. Meist ist dies eine große Unternehmung wie eine Bank oder eine Versicherung. Diese AGB werden dann der anderen Partei, typischerweise einer Kundin, nur noch vorgelegt. Diese Kundin kann den AGB entweder zustimmen und den Vertrag damit abschließen oder es bleiben lassen. Warum benutzen denn Unternehmen überhaupt AGB? AGB ermöglichen den Vertragsschluss zu denselben Konditionen mit einer Vielzahl von Kunden. Anstatt dass die Verwenderin den Vertragsinhalt mit jedem einzelnen Kunden aushandelt, verwendet sie für jeden Vertrag dieselben AGB. AGB trifft man deshalb vor allem im Bereich der Massengeschäfte an. In diesem Bereich sind individuelle Vereinbarungen fast nicht zu bewältigen. Weil dieselben AGB von der Verwenderin so viele Male für so viele verschiedene Vertragsparteien verwendet werden, klingen sie wie Gesetzesnormen. AGB müssen generell abstrakt formuliert sein. So steht etwa der Kunde verpflichtet sich, anstatt Frau Müller verpflichtet sich. Auch Gesetzesnormen sind generell abstrakt formuliert. Weil auch sie für eine Vielzahl von Personen gelten. Zum Beispiel für alle Bürgerinnen eines Landes. Aber der Klang allein ändert nichts an der Tatsache, dass AGB Vertragsbestimmungen sind. Wenn wir etwa wieder das Ausgangsbeispiel nehmen, eine Bank und der Bankkunde schließen einen Vertrag. Oft wird es sich um einen Auftrag gemäß Artikel 394 Absatz 1 OR handeln. Das Gesetz sieht für dieses Rechtsverhältnis gewisse Regelungen vor. So regelt es die Haftung der Auftraggeberin in diesem Beispiel der Bank in einer gewissen Weise. Die Parteien eines Vertrags können aber von diesen Regelungen abweichen, wenn sie das möchten, denn viele Regelungen im Gesetz sind nicht zwingend. Die Vertragsfreiheit erlaubt es den Parteien eines Vertrages von den gesetzlichen Regelungen bis zu einem gewissen Punkt abzuweichen.
So kann zum Beispiel die Auftraggeberin, in unserem Fall die Bank, die Haftung in einer für sie günstigeren Weise regeln, indem sie sie bis zu einem bestimmten Punkt wegbedingt. Das kann auch in AGB entstehen, denn AGB sind ja, wie wir nun gelernt haben, Vertragsbestimmungen. AGB haben viele positive Funktionen. Sie ermöglichen erst das Massengeschäft und haben deshalb durchaus ihre Daseinsberechtigung. Aber AGB führen leider häufig auch zu rechtlichen Problemen. Ein Problem: AGB werden von Verbrauchern oft gar nicht richtig gelesen. Wer liest schon die AGB seiner Hausbank durch? Oder die AGB von einem Streamingdienst oder einer Fluggesellschaft oder eines Autovermieters? Sie sind uns oft zu klein, zu kompliziert, in dem Moment zu uninteressant oder wir haben keine Zeit. Ein weiteres Problem ist die oft einseitige Verteilung von Rechten und Pflichten. Meist versucht der Verwender der AGB, also das große Unternehmen, mit den AGB die eigene Rechtsstellung zu verbessern. Dies tut sie, indem sie von den ihn belastenden dispositiven Gesetzesnormen, also die Gesetzesnormen, die von den Parteien anderweitig geregelt werden können, so weit wie möglich abweicht und das Risiko, dass im Vertrag etwas schiefläuft, einseitig auf die Gegenpartei abwälzt. In den AGB zeichnet sich zum Beispiel die Verwenderin sehr häufig möglichst weitgehend von einer Haftung frei. Die Rechte sind dann einseitig verteilt. Die Verwenderin hat die bessere Rechtsstellung. Es ist wie gesagt nicht verboten, die Haftung vertraglich anders zu vereinbaren. Dieses Recht ergibt sich aus der Privatautonomie. Das Problem liegt aber im Zusammenhang mit der Tatsache, dass sich ein faktischer Zwang zum Vertragsschluss ergeben kann. Wenn man AGB vorgelegt bekommt, dann muss man sich nämlich entweder dafür entscheiden, dem Vertrag zuzustimmen, oder es eben sein lassen. Verhandlungen sind unmöglich. Oder haben Sie schon mal, bevor Sie einen Flug bei einer Fluggesellschaft buchen, dort angerufen und gesagt, Sie seien mit der Klausel XY nicht einverstanden und würden das gerne anders regeln? Zwar wäre dies rechtlich grundsätzlich zulässig, denn es handelt sich ja eben um den Inhalt eines Vertrages und der liegt im Rahmen der Vertragsfreiheit, es kommt aber bei der Verwendung von AGB oft zu einer Take-it-or-leave-it-Situation. Die Vertragsfreiheit wird damit faktisch reduziert oder anders ausgedrückt, es kann zum faktischen Kontrahierungszwang kommen. Dieses Problem wird noch verstärkt, weil ein Ausweichen auf andere Anbieter ebenfalls wenig hilft. Denn im Bereich der AGB herrscht zwischen den Marktteilnehmern praktisch keine Konkurrenz. Die AGB sind in der jeweiligen Branche häufig fast identisch. So werden die demokratisch erlassenen dispositiven Gesetzesregeln durch marktmächtige Unternehmen in großem Umfang zum Nachteil von schwächeren Marktteilnehmern verdrängt. Im Allgemeinen kann man festhalten, dass bei der Verwendung von AGB ein gewisses Missbrauchspotenzial besteht. Die Partei, die die AGB verwendet, ist oft in der stärkeren Position und sie schiebt das Risiko einseitig auf die Gegenpartei ab. Rechtlich müssen also Mittel gefunden werden, um die Gegenpartei rechtlich entsprechend zu schützen. In der Tat gibt es gewisse Schutzmechanismen. Anders als in vielen ausländischen Rechtsordnungen, zum Beispiel Deutschland, wo die Verwendung der AGB in einem speziellen Gesetz geregelt wird, sind AGB in der Schweiz aber nirgendwo gesamthaft geregelt. Es gibt also hierzulande kein AGB-Gesetz. Vielmehr erfolgt die Regelung im Gesetz punktuell durch ein paar wenige Gesetzesnormen im Obligationenrecht oder in Spezialgesetzen, zum Beispiel im Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, die eine besondere Regelung betreffend AGB in bestimmten Situationen vorsehen. Was passiert aber, wenn es in einem konkreten Fall keine Gesetzesbestimmung gibt, die die Verwendung der AGB explizit regelt? Ist man dann in einer rechtsfreien Situation? Welche Regeln kommen abgesehen von diesen Einzelbestimmungen zur Anwendung, wenn wir es mit AGB zu tun haben? Wie erwähnt, sind AGB ganz normale Vertragsnormen. Deshalb kommt das normale Vertragsrecht zur Anwendung. Dieses ist hauptsächlich im Obligationenrecht geregelt. Es sind dieselben Regeln wie jene für ganz normale Individualverträge, ohne dass besonders auf die AGB-Problematik eingegangen wird. Recht ist aber nicht nur das Gesetz, sondern auch die Auseinandersetzung damit in der Rechtsprechung. Und so hat im Verlaufe der Jahre die Rechtsprechung die allgemeinen Vertragsregeln für die besondere Situation bei AGB konkretisiert und die sogenannte AGB-Kontrolle entwickelt. Die AGB-Kontrolle ist ein Schutzmechanismus für die Gegenpartei, die die AGB vorgelegt bekommt. Es ist eine Art Checkliste. Sie fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus Lehre und Rechtsprechung im Hinblick auf die Frage der Gültigkeit von AGB-Klauseln in einem konkreten Vertragsverhältnis zusammen. Mehrere Prüfschritte zeigen den Juristinnen, ob in einem konkreten Fall eine strittige AGB-Klausel überhaupt Vertragsinhalt geworden ist.
Und wenn ja, ob der darin vorgesehene Inhalt so gilt, wie sich die Verwenderin das vorstellt. Und schließlich, ob der Inhalt rechtmäßig ist. Wenn man also einen Fall hat, in dem eine AGB-Klausel strittig ist, dann muss man die AGB-Kontrolle durchführen, um zu schauen, ob die AGB-Klausel in diesem Fall überhaupt angewendet werden darf. Schauen wir uns kurz die interessantesten Schritte der AGB-Kontrolle an. Erstens. AGB werden auch dann Vertragsinhalt, wenn sie von der Gegenpartei nie gelesen worden sind. Es genügt, wenn die Verwenderin der AGB den Kunden auf die AGB hingewiesen hat und dieser hinreichend die Möglichkeit gehabt hat, von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen. Diese beiden Voraussetzungen liegen etwa vor, wenn im schriftlichen Vertragsdokument auf die AGB hingewiesen wird und diese dem Vertragsdokument beiliegen. Bei Verträgen, die online geschlossen werden, genügt ein entsprechender Link. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, werden die AGB in ihrer Gesamtheit Inhalt des Vertrages. Zweitens. Kommt man zum Schluss, dass die AGB in ihrer Gesamtheit in den Vertrag einbezogen worden sind, schaut man sich die im konkreten Fall strittige AGB-Klausel an. Dabei ist die sogenannte Ungewöhnlichkeitsregel anzuwenden. Diese besagt, dass eine bestimmte Klausel dann nicht Vertragsinhalt wird, wenn sie ungewöhnlich ist und der Kunde nicht speziell auf sie hingewiesen worden ist. Drittens. Manchmal ergibt sich aus dem Wortlaut einer bestimmten Klausel nicht wirklich, was eigentlich gemeint ist. Diesfalls ist die sogenannte Unklarheitenregel anzuwenden. In diesen Fällen wird die Klausel in dem für den Kunden günstigeren Sinne ausgelegt. Das heißt, Unklarheiten gehen zu Lasten der Verwenderin. Warum? Sie hätte es ja in der Hand, sich klar auszudrücken. Viertens. Inhaltlich darf auch in AGB nichts vereinbart werden, das zwingendem Recht widerspricht. Vereinfacht ausgedrückt darf nichts Verbotenes vereinbart werden. Mithilfe dieser Prüfschritte soll die Partei, die die AGB vorgelegt bekommt, bestmöglich geschützt werden. Warum aber haben wir uns nun so lange über AGB unterhalten? Was hat das mit Phishing zu tun? Wenn man Opfer eines Phishing-Angriffs wird, können in einem Vertrag einbezogene AGB plötzlich sehr relevant werden. Stellen Sie sich vor, dass eine Bankkundin Opfer eines Phishing-Angriffs wird. Infolgedessen wird eine Zahlung an ein Konto des Betrügers angewiesen. Die Bank überweist das Geld an das entsprechende Konto, bucht den Betrag auf dem Konto der Kundin ab. Nun stellt diese die falsche Belastung auf ihrem Konto fest und reklamiert bei der Bank. Beide Parteien bemerken den Betrug, aber das Geld ist bei der Zahlungsempfängerin nicht mehr einholbar. Muss nun die Bank der Bankkundin den abgebuchten Betrag gutschreiben? Dies ist eine Frage des Vertragsrechts. Um sie zu beantworten, müssen wir uns das Verhältnis der Bank zu ihrer Kundin genauer anschauen. Zwischen diesen zwei Parteien ist ein Vertrag zustande gekommen. Dieser Vertrag ist gesetzlich geregelt im Obligationenrecht. Gemäß der hier anwendbaren Regelungen im Gesetz trägt grundsätzlich die Bank das Risiko, dass sie den Betrag zweimal, das heißt gegenüber dem Betrüger und gegenüber der Bankkundin, bezahlen muss, und zwar verschuldensunabhängig. Das heißt, grundsätzlich bleibt die Bank auf dem Schaden sitzen, wenn die Bankkundin Opfer eines Phishing-Angriffs wird. Wie kann die Bank verhindern, dass es zu solchen Schäden kommt? Nun, zunächst auf ihrer Seite verpflichtet, ein sicheres System anzubieten, damit es gar nicht zu Phishing-Angriffen kommt. Was aber, wenn die Bank für den Angriff nichts dafür kann? Was kann die Bank tun, damit sie nicht auf dem Schaden sitzen bleibt? Sie kann davon zu profitieren versuchen, dass ein vertragliches Verhältnis nicht genau nach den gesetzlichen Regelungen gestaltet werden muss. Sie kann also über die AGB, die ja Teil des Vertrages sind, den entstandenen Schaden so weit wie möglich auf die Bankkundin abwälzen. In den AGB sind deshalb häufig Klauseln vorgesehen, die die Haftung für den Schaden, der aus einem Phishing-Angriff entstehen kann, so weit wie möglich auf die Bankkundin übertragen. Was heißt das für uns? Zunächst müssen wir uns, wenn wir Verträge zum Beispiel mit unserer Hausbank abschließen, bewusst sein, dass wir eventuell Inhalten zustimmen, die in AGB geregelt sind. Dies gilt auch dann, wenn wir die AGB nie gelesen haben. Im Zusammenhang mit Phishing müssen wir uns gerade wegen solcher AGB vor Augen führen, dass auch wir uns informieren müssen, wie wir uns vor solchen Angriffen schützen können. Denn wenn es tatsächlich passiert, dass wir Opfer eines solchen Angriffs werden, dann kommt unsere Hausbank unter Umständen nicht für den Schaden auf.